Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Damen und Herren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Freedom! Oh shit, oh shit! Töten wir erstmal schnell diese scheiß Spinne. So, es ist mal wieder Zeit zu zeigen, was sich hier auf dem Server so getan hat. Und ich würde dann halt am liebsten hier so mal ein bisschen was erzählen und so. Und jo, da möchte ich gar nicht hier lange rumdiskutieren. Ja, es hat sich Folgendes getan. Hier, mein Pool hat sich schon verändert. Also es ist, glaube ich, man kann es als fertig betrachten. Vielleicht kann man noch später irgendwas verbessern oder so. Hier habe ich schon keinen Custom Tree gemacht. Also ich habe versucht, ein bisschen Custom Tree zu machen. Und ey, ja, ich finde eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also so ein komischer hängender Baum, der so ein bisschen so schepp hängt. Und ja, so sieht dann halt mein Pool aus. Ich war dann extra nochmal im Nether, hab ein bisschen Glowstone geholt. Dann geht's hier so ein bisschen weiter runter, ey, und dann, dieses Scheiß. Hab ich hier so ein Sprungbrett hingebaut, da sind so Fäden und dann hält Teppich da drüber und dann kann man hier so boing, boing, boing. Da kann man sowas machen. Ja, dann habe ich, ja, hier schon mal ein bisschen was weggemacht, aber, ja, das kommt halt alles, ne, also hier kommt noch wahrscheinlich so eine Umrandung hin, so eine Mauer oder so, und dann kommt hier so irgendwie der Weg nach oben und so, und, was ich halt jetzt noch so erzählen wollte, also, das wäre schon mal zum Pool, das hat sich halt hier oben bei mir getan, also haustechnisch habe ich noch nichts, ich bin halt eher so einer, ja, Haus, das, da muss ich schon Zeit und Lust dazu haben. Und, ja, das soll halt schon was Besonderes werden. Deswegen, erstmal habe ich mich halt so ein bisschen hier um den Spawn gekümmert. Das kann ich ja auch mal zeigen. Dann springen wir hier mal so eben hoppidi-hopp runter und, zeigen mal. So, hier. Ups, habe ich ein bisschen was kaputt gemacht. Ja, habe ich so ein bisschen hier alles vergrünet. Also, gut, weiß nicht, ob ich die Melon- und Pumpkin-Farm gezeigt habe hier. Die ist halt vollautomatisch und ist da irgendwann drin versteckt. Und ja, hier habe ich halt so ein bisschen vergrünert zeitlich überall. Also hier muss noch und kommen auch Wege lang und so weiter. Hier ist alles so ein bisschen verwildert, so ein bisschen mit Blumen und so weiter. Vielleicht tue ich da noch zwischen, ich war letztens Bonzo-Farm in der Mega-Tiger. Tue ich vielleicht das dazwischen. Ja, dann sieht das halt so aus, dass dann hier so ein bisschen verwildert ist und so. Und das sieht dann, finde ich, ganz schnieke aus. Später mit Shader. Und das hat mir auch bei Mountain Range so gefallen. Deswegen wollte ich auch eigentlich hinziehen. Wegen Mountain Range, weil es mir da so richtig gefallen hat in der Mesa. Und dann so verschönert, so Mesa Plains draus machen quasi, so kann man sagen. Und, ja. Deswegen, gut, hier die Kuppel ist schon fertig mittlerweile. Hier so eine Kuppel auch drauf gebaut, wie auf Mountain Range. Und, Nico hat sich nichts getan. Bei Laura da oben auch nur die Front am Stehen und ja, also bei mir hat sich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich die Rüstung schon gezeigt habe, die sieht so aus und jetzt habe ich halt mein krasses Blade of Death, die Klinge des Todes, mein OP-Schwert auf dem Server, Haltbarkeit 3, Schärfe 5, Plünderung 3, Rückschuss 2, Verbrennung 2 und das sind, glaube ich, mehrere Schwerter gewesen, also eins mit Verbrennung 2, nehme es jetzt der Gliederfüßer oder so und dann habe ich halt das drauf getan wegen der Verbrennung. Schärfe musste ich, glaube ich, von 3 auf 5 bringen. Ich glaube, 2 Schärfe 3er und dann noch ein Schärfe 4er drauf oder so. Und Plünderung 3, Rückschuss 2 und Haltbarkeit war, glaube ich, schon so mal bekommen oder so. Und ja, dann habe ich halt das daraus gecraftet, habe schon im Nether fleißig gefarmt, habe 3 Wither-Skelett-Schädel, also kann ich demnächst auch einen Wither killen. Und somit einen Beacon dieser wunderschönen Stadt, ja, mit einem Beacon beitragen, kann man sagen. Und dann mache ich halt wahrscheinlich, gut, müsste ich eigentlich ganz viel Eisen haben und ich sehe eisentechnisch gerade sehr, sehr schlecht aus. Jo, was kann man denn noch so sagen? Was habe ich denn eigentlich noch gemacht? Ja, das war es eigentlich schon. Also ich habe eigentlich jetzt nicht so fürchterlich viel gemacht. Also halt, wie gesagt, den Pool hat ein bisschen gedauert. Also, naja, geht so. Letzte Zeit sind viele Leute inaktiv hier. Wie man sieht, bin ich immer noch alleine. Chicken Farm läuft richtig gut, wie man sieht. Achso, wir haben mit Derpy, schön, dass das Telefon klingelt. Und nicht aufhört. Und so. Auf jeden Fall haben wir mit Döppi auch 2 Kühe hier geholt. Das war ja in der letzten Folge schon. Kann das sein? Oder? Nee.
Nee, genau. Mit Döppi habe ich dann auch mal geredet und dann haben wir halt Kühe von dem geholt. Und deswegen, ja, habe ich dann auch Kühe. Und ja, ein bisschen Kaktus da und so. Also demnächst wollte ich auch mal irgendwann mal eine Zuckerrohrfarm bauen, damit wir unendlich Zuckerrohr haben. Und bei Döppi gibt es halt so einen Dorfbewohner, der verkauft, glaube ich, Smaragde für Papier. Und aus Zuckerrohr kann man ja Papier machen. Und wenn wir unendlich Zuckerrohr haben und das die ganze Zeit so gefarmt wird, weil ich das auch mit dem Switch mache. Und weil die ja immer bei 2 wachsen, kann ich ja direkt abfarmen. Und dann hat man direkt ja richtig viel Zuckerrohr. Geht alles immer vollautomatisch und das geht ab. Und jo, haustechnisch wollte ich mal gucken, vielleicht könnt ihr ja ein bisschen was beitragen. Ich weiß nicht, wer hier so haustechnisch, also so Bilder zuschaut oder so. Aber auf jeden Fall, ja, habe ich hier halt vor, dann halt mein Haus zu bauen. Dann kommt hier halt so ein relativ großes Haus hin, das wird auch hier wahrscheinlich rausragen und so. Und deswegen habe ich halt diesen großen Platz. Und ja, dann wird halt hier auch noch halt dieser Platz hier vergrößert. Hier unten kommen halt vielleicht noch Liegen hin. Kommt hier so ein Weg nach oben. Wahrscheinlich auch mit Bewilderung hier seitlich und so. Das muss ich noch alles gucken, wie ich den Garten mache. Vielleicht kommt hier hinten auch noch Garten hin und so weiter. Das muss ich alles noch schauen. Das muss halt alles noch ein bisschen überlegt werden und damit es halt auch später schön aussieht. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon. Stimmt, hier ist halt meine Kiste. Ja, habe ich ganz viel Sauer mitgenommen. Habe ich schon ein bisschen Fichtennadeln gesammelt, weil ich brauche ja dann für Deko und so Fichten und so Nadeln. Und für die Mauer und so. Und quarztechnisch sehen wir jetzt mittlerweile so aus. Ist ein bisschen ein paar andere Netherzeug dabei. Schon richtig viel Clay, was wir verschenken könnten. Ja. Ich würde sagen, das wäre es eigentlich schon zu dieser Folge. Gibt es halt jetzt nicht so viel zu erzählen. Wie gesagt, das Schwert wurde gemacht, Wither-Skelett gejagt, bis damit ich 3 Köpfe habe. Das Pool ist fertig, soweit. Und bisschen so davor schon angefangen. Und ja, es fehlt halt nur noch ein bisschen Motivation und wie heißt halt Ideen und so. Vorschläge könnt ihr gerne schreiben, wie ihr das bauen würdet an so einem komischen Berg. Aber das soll halt modern sein und naja, eigentlich, ich baue schon da irgendwas Cooles. Vielleicht gucke ich auch ein bisschen was in Videos, wie die das gebaut haben. Also jetzt nicht Tutorial 1 zu 1 nachbauen, sondern halt so ein bisschen so nachbauen. Also quasi so, dass es halt hier so in den Berg passt und so. So ein bisschen modern, weiß ich. Und dann, jo, ja, und seitlich vergrüne ich das noch wahrscheinlich alles noch viel mehr. Das wird halt, das ist jetzt schon mal so ein bisschen angefangen und halt die automatische Melonen-Kürbisfarm so ein bisschen übergrast, damit das halt nicht zu sehen ist. Dann ist es nur noch zu hören, wenn man da irgendwo drüber steht, weil die Minecarts ja die ganze Zeit rumfahren. Und ansonsten, ja, war's das zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann bewertet mit einem Daumen nach oben. Und ja, erst mir erstmal ein gebratenes Hühnchen. Tschüssi!